vorgestellt Meeple Station von Fox Games. Das sind die Entwickler. Und es ist eine Pre-Alpha, wie ihr unten rechts seht. Discord, Twitter, Facebook und das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr. Rednecks oder wie es auch immer heißt. Ja, das Spiel ist im Weltraum angesiedelt. Kooperationsspiel ist möglich, ist aber noch nicht in der Entwicklung inbegriffen. Wird später kommen. Singleplayer haben wir hier. Es geht um eine Weltraumstation, die ihr, ja, wie soll man sagen, am Laufen haltet, würde ich mal so sagen. Ne? Wie ihr seht, es gibt Reiniger oder Putzkräfte oder Gebäudereiniger, wie man es auch nennen will. Es gibt Leute, die was abbauen, die sind dann im Anzug unterwegs. Dann hier haben wir einen, ich glaube, das ist der Refiner, glaube ich, der so aussieht, der halt Waren herstellt aus den Rohstoffen, beziehungsweise, ja, Zwischenwaren manchmal auch, weil das in mehreren Stufen gemacht wird. Ja, das hier ist der Ingenieur, der baut halt die ganzen Sachen und hier haben wir sogar einen, der kämpft, aber den habe ich im Spiel jetzt noch nicht gehabt. Es gibt dann noch, weil ich weiß, ein bisschen habe ich es gespielt, wo ich weiß, dass es, sag schon, noch einen Laborassistenten gibt sozusagen, einen Chemiker. Gut, gucken wir mal weiter hier, Singleplayer. Und ja, New Game, Load Game, machen wir New Game und es gibt ein Tutorial. Ja, wir gehen mal ins Tutorial und fangen da an zu spielen. Ich habe bei der Dingens-Version hier unten Grafikfehler drin. Ja, die sieht man jetzt gerade hier so hinten im Hintergrund, wie ihr seht, da sind die Grafikfehler. Und ja, das ist halt so. Das ist hier eine Linux-Version. Alle meine Spiele auf dem Kanal sind ja auf Linux gespielt. Und hier sind jetzt die ersten Anweisungen. So, dass wir anfangen, geht das los. Da sind Meeple. Meeple ist Spielfigur, heißt es auf Deutsch. Also das ist so, dass man den Aufgaben zuweist und ob sie sie machen oder nicht, das entscheiden die Meeples selber dann. So, jetzt sehen wir hier die erste Geschichte. Das ist die Basisstation. Man kann mit dem Mausrad da rein scrollen. Mit den Pfeiltasten bewegt man sich halt hin und her. So, das Spiel ist unten, sieht man schön in Pause. Man hat hier Solarzellen, die Strom erzeugen, die dann angeschlossen sind an den Stromgenerator, beziehungsweise das ist die Powercell, also die Batterie. Und hier unten sind, ja, mit den, warte mal, das war jetzt Doppelpunkt runter, ja, genau. Geht man runter, da sieht man dann den weiteren Bereich, da kann man Pflanzen machen. Diese sind Kabel, die man legen muss, gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Das ist das sauerstoffproduzierende Gerät. Und hier hinten, das ist die Refinery, das ist also das, ja, wie soll man es nennen, eine Raffinerie ist es nicht, ne, aber so ähnlich. Hier ist ein Storage, also ein Lager und, ja, weitere Anweisungen hier, Menü, was man alles bauen kann. Wir brauchen jetzt erstmal was zu essen und dafür wird ein Aquarium gebaut, Fischtank. Und da ist jetzt in der Dingens die Vorzeigeversion, wie man das macht. Mit der R-Taste kann man das Ganze drehen. Aber wir müssen es so haben, weil man sieht hier so ein bisschen den Aus, ja, wie soll man Auswurf, hätte ich jetzt beinahe gesagt, da wo das Essen dann rauskommt. Ja, wenn man das loswerden will, dann macht man Rechtsklick, dann ist das weg. Ne? Hier unten kann man jetzt das Spiel aus der Pause rausnehmen. Wie gesagt, der Grafikbug ist hier so ein bisschen da. Und dann geht der los und baut das dort auf. Das ist jetzt hier in der Dingens sozusagen in der Tutorial der Anstoß zum Spielen. Ja, rauszoomen kann man auch. Ah gut, Great Neue Fischtank. Ja, jetzt kriegen wir etwas zu essen aus dem Fischtank heraus. Wenn wir Hunger haben, können wir uns da bedienen. So. Da haben wir Dingenschwierigkeiten mit Strom jetzt hier unten, wie man sieht. Das müssen wir jetzt auch noch fixen. Da werden wir jetzt hier das Kabel nehmen und das dazwischen hinbauen. Einfach da rein. Und dann läuft der runter, wie ihr seht. Geht dahin. Hier rechts hat man einige Einstellungen für die Wände. Da ist es zu, da ist es offen. Hier kann man die anderen Gerätschaften sehen dann alle. Und hier ist, glaube ich, so ein, ja, ich glaube, muss da ein bisschen höher für gehen, damit man das sieht, was hier passiert. Da wird dann die untere Stufe angezeigt oder nicht. Also benachbarte Ebenen. Okay. Wir brauchen mehr Ressourcen. Dafür müssen wir jetzt einen losschicken. Dafür brauchen wir erstmal einen Schrank, in dem die Weltraumanzüge sind. Gut. Wir brauchen einmal diesen Weltraumschrank. Wo ist er denn? Da ist er. Der ist das. Den stellen wir mal hier hin. Wie gesagt, mit dem R-Taste kann man das Ganze drehen.
Das sieht jetzt so aus, als ob man das nicht bauen kann. Das liegt daran wahrscheinlich, dass wir in der falschen Ebene sind. Oder? Nee, das sah nur so aus. Und dann brauchen wir noch ein Airlock. Das ist hier oben. Das müssten wir dann da noch reinbauen. Auch wieder drehen mit der R-Taste. Das müsste so sein. Gut. Ja, wichtig ist, dass man so eine Schleuse baut. Hier ist noch eine, wie heißt das Ding? Weiß ich jetzt gar nicht. Das heißt jetzt Bulkhead. Und ja, das ist eine innere Tür sozusagen, die dann wiederum uns die Möglichkeit gibt, dass wir den Sauerstoff nur in diesem Raum verlieren, wenn wir rein und rausgehen. Und die Station, wie ihr jetzt seht, hat 100%, ist blau, dann ist das gut. Wenn einer rausgeht, dann verliert natürlich diese Kammer Luft. So, jetzt müssen wir rausgehen und müssen was abbauen. Und es ist Meryllium verlangt. Das sieht so aus wie hier, diese blauen Diamanten. So, das ist hier zum Beispiel. Da können wir hier drauf gehen und dann kann man das hier aussuchen. Man muss gucken, dass man in der richtigen Ebene ist, wo dann abgebaut werden kann. Man kann es aber auch anklicken, glaube ich, mit rechts, dann wird alles gemacht. So, wenn dann geht die Luft raus, sieht man hier, also der Sauerstoff geht verloren. Und dann sieht man, wenn man drauf geht, halt hier diesen Bereich, der ist jetzt rot, da ist null Sauerstoff drin, während dieser Bereich mit 100% Sauerstoff gefüllt ist. So, weiter geht die Reise aber. Screw the mouse wheel. Ja, das habe ich schon gemacht, habe ich schon erklärt. Und man kann auch die Pfeiltasten nehmen. Also nicht die Pfeiltasten, sondern die größer als kleiner als Tasten. So, die beiden sind jetzt schon am Essen, wie ihr gerade mitgekriegt habt. Die haben Hunger. Und er holt jetzt hier dieses Blaue, wo hier die Ressourcenanzeige auf der linken Seite ist. Ja, die haben gerade eben gegessen und bemeckern jetzt hier oben, dass die nichts zu essen haben. Ne? Wenn man hier drauf geht, sieht man es. Die Dingensstationen finden sie ganz gut, aber das mit dem Essen oder beziehungsweise Stehen, das Essen im Stehen einnehmen, das finden die jetzt nicht so dolle. So, wo ist er? Er ist hier, kommt jetzt gerade wieder. Dann können wir hier die weitere Order geben, was daraus gemacht werden soll. Ne? Dafür gibt es ein Ticket, was man macht. Dieses wollen wir haben, Morellite. Und das klicken wir an, dann ist das hier und dann müssen wir then choose how much you want to create. Easy. Ja, machen wir mal 10 Stück davon oder machen wir auch gleich 20? Ne, geht gar nicht. Okay, dann ist das erstmal gut. Dann add, dann kommt das hier in eine Liste, bleibt hier auch immer stehen und dann kann man da weitermachen. Okay, das ist das. Er geht wieder los und holt mehr und unser Refiner wird irgendwo, wo er es denn ist, weiß ich jetzt gar nicht, da unten ist er, der bastelt jetzt das Zeug und das sieht man hier, dass das hier steigt. 33, 34. Gut. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Refine 10 Morellite haben wir im Auftrag. Wir machen sogar 13, also ein bisschen mehr. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Startbedingungen waren. Man kann jetzt aber definitiv hier nochmal reingucken und dann sieht man, wie viel noch gemacht werden. 4, einen brauchen wir, glaube ich, noch, dann war das Ziel erreicht. So, da haben wir es. So, jetzt brauchen wir Betten, damit die Leute schlafen können. Die Betten würde ich jetzt ganz ehrlich gesagt. Ja, wo bauen wir die hin? Das ist eine gute Frage, ne? Und am einfachsten wäre es natürlich, die ganz nach oben zu machen, hier ein Bett hinzubauen oder noch zwei, ne? Das sind diese hier. Taste drehen. So. Zwei brauchen sie. Gut, dann haben wir das. Und dann werden die auch schon gebaut. Ja. Build two beds. Hier kann man rechts auch beschleunigen. Das Ganze wird dann schneller. Wie ihr seht, fliegt er jetzt schneller rüber, baut die zweite. Hier kommt man immer in die Basis, auf die mittlere Ebene sozusagen, von der Basis zurück. Ja, und hier kann man natürlich mit den Pfeiltasten auch hoch und runter, ne, ist auch klar. So, da ist das. So, jetzt ist unsere Station auch lebenswert. Ja, jetzt brauchen wir noch ein paar Arbeiter. Wir brauchen noch einen zweiten Luftschleuse, um dann Handelsschiffe anzu locken, in Anführungsstrichen. Und das soll hier passieren. Dafür müssen wir jetzt dann definitiv da noch so eine Station Store, eine Schleusentor machen. So, er ist auch schon kräftig am Arbeiten. Was natürlich Sinn macht, ist dann wiederum auch hier dort das hinzubauen. Aber wir warten das mal gerade ab. Ob das noch als Dingens kommt, weiß ich nicht. Ah, er geht jetzt irgendwie los, weg. Weiß nicht warum. Ah, jetzt ist fertig. So, jetzt geht es hier ums Dingens handeln. Da geht man hier auf dieses Dingens und dann drückt man die Taste T, dann wird das Symbol grün für Handelsschiffe. Die kommen dann da reingeflogen.
Und dann brauchen wir hier den Putzkraft, die dann unser Schiff sauber macht. Und hier können wir jetzt auch das Speed-Up noch machen, was ich eben schon selber gemacht habe. So, und da kommt unser erstes Schiff reingeflogen. Machen wir mal wieder langsamer. So, das dockt jetzt an. Und jetzt sollen wir auf das Schiff klicken und dann geht der Handelsbildschirm auf. Ah, er ist der Fressack hier. Der hat jetzt keine Cookies mehr, keine Plätzchen und möchte jetzt neue haben. Also hier können wir handeln, ist klar, ne? Und hier werden die Arbeiter aufgelistet, die wir dann anheuern können. Da brauchen wir den. Wir haben auch schon die Kohle genug. Nehmen wir gleich rein. Der wird dann durch die Schleuse da reingesetzt und ist dann auf unserer Basis. Und er sagt gleich, dass es hier aussieht wie bei Sodom und Gomorra. So, jetzt wollen wir dann ein bisschen selber was versuchen. So, das ist jetzt die zwei Tische und den Dingens herstellen und den, sag schon, Stuhl. Ne, ein Tisch und zwei Stühle, so war das. Und die müssen wir jetzt bauen. So, das ist jetzt hier unser Menü hier unten. Da gibt es dann Tische. Jetzt müssen wir nur gucken, hier ist die Station allerdings nicht passend groß dafür. Beziehungsweise wir würden dann hier das im Weg setzen. Jetzt ist interessant zu wissen, ob der Stuhl auch hier hingeht, wo die Leitungen sind. Nee, das ist nicht möglich. Gut, das heißt, wir müssen irgendwo einen Bereich finden, wo das klappen kann. Hier unten wäre nicht möglich. Gehen wir mal hoch. Da oben wäre möglich, ne? Das heißt, da ein Stuhl und ein Tisch dazwischen. Gut, passt. So, dann haben wir auch schon die Ressourcen aufgebraucht. Am Zeiger seht ihr oben drüber 20 ins Rot. Wir können keinen Tisch mehr bauen. So, und dann geht's weiter hier. Okay. Wenn man aus dem Bild raus ist und dann ein anderes Fenster aktiv macht, geht das Spiel automatisch in Pause. Auch wenn es das vielleicht nicht unten anzeigt. Interessanterweise, wenn ich aus dem Bild rausklicke, dann ist das Bild sauber. Ne? To the developers, if I inactive the window, this one, click in another screen, then this bug is gone. So, jetzt schläft hier einer, wie ihr seht. Er hat sich jetzt auf den Boden gelegt, weil nur zwei Betten da sind und wir haben drei oder vier Leute, die nicht zeitgleich da natürlich unterwegs sein können. Okay. So, soweit, so gut. Wir müssen immer gucken, dass wir halt auch in der richtigen Ebene sind, wenn wir da gucken. Er baut jetzt hier gerade weiter. Immer wenn die Gitterlinien, die man hier auch ein- und ausschalten kann, ne, dann sieht man, in welcher Ebene man ist, weil da sind keine im Raum. Hier oben sind wir jetzt zurzeit, ne? Geht man weiter runter, dann ist es jetzt hier keine Gitterlinie, ne? Na, jetzt seht ihr, diese Gitterlinien sind jetzt da drin, obwohl, da sind wir also nicht in dem Raum, wir sind jetzt in diesem Bereich. Okay. Okay. Der ist der Engineer, also der Bauer. Er kann auch was anderes bauen. Wir brauchen eine Führungsperson hier. Also den, ja, bei Officer, ein Offizier. Ja, der braucht einen eigenen Bereich. Und dann können wir auch Forschung betreiben und sowas. Und wir können auch Dinge entfernen, steht jetzt hier, indem wir den gelben Button nehmen. Also man könnte jetzt hier die Schleuse wieder abbauen, wenn man da drauf geht. Brauchen wir jetzt aber nicht, weil wir wollen ja eigentlich jetzt erstmal einen Bereich machen, ne? Also wir sollen vier Teile Bereich machen, also vier solche Dingens hier. Sollen wir machen den Bereich für ihn. Und da sollte eine Schleuse drin sein, um denen seine Privatsphäre zu geben. Oder wie sollte man das nennen? Das ist die gute Frage, ne? Ja, ich würde jetzt in dieser Ebene das machen. Und zwar müssen wir das aufrufen. Machen wir hier hin. 1, 2, 3. Das sind dann 4. Das sind dann zwar 5 Felder, aber das passt dann schon. Und jetzt geht der raus, mit einem Anzug angezogen und baut jetzt hier auf. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt sieht man den hier vorschweben. Der ist jetzt hier irgendwo. Kann man das irgendwo besser sehen hier, wenn man das macht? Ja, hier kann man das jetzt sehen, wo er ist. Na, kann man das nochmal drücken? Ja, dann sieht man das alles. Da sieht man die Leute direkt. Hier sieht man jetzt so schemenhaft in einer anderen Ebene das halt, ne? So, er ist da am Bauen. Und
dieses Feld hat er schon fertig. Jetzt können wir ihm schon sagen, dass wir da noch eine Schleuse brauchen. Die soll ja dahin drehen und dahin bauen. Dann weiß er, dass er da eine Schleuse bauen soll. Da kommt wieder ein Handelsschiff. Hier oben sehen wir das. Jetzt können wir hochgehen und gucken, dass wir hier mal drauf schauen. Da seht ihr jetzt, diese Leute gibt es alle auf dem Schiff. Die könnte man dann einstellen. Ne? Miner, Engineer, Refiner. Und hier sind die anderen Sachen, die man noch holen kann. Ne? Läuft aber erstmal so. So, das haben wir alles gemacht. Spiel geht dann in Pause, wenn man im Handelsschiff ist. Da muss man immer schauen, dass man weiterkommt. Und wir können jetzt mal schneller machen, damit ihr das fertig kriegt da. So, jetzt wird gleich schon gesagt werden, super, dass der Raum fertig ist, weil wir halt 5 Felder gebaut haben. Es sind schon 4, also wir wollen 5 haben, sind aber schon 4. Ich glaube, da kommt schon die Meldung. Jetzt brauchen wir ein Officer Desk. Also die wollen ihren eigenen Essenstisch dann auch noch haben. Dann sind die viel glücklicher, ne? So, das bedeutet, wir warten erst, bis das hier fertig ist. Der ist jetzt hoch. Ich weiß nicht, hat er was gegessen? Jetzt geht er wieder raus und baut weiter. So, jetzt ist er am Basteln. Die letzte Runde. Dann können wir hier dann den Dingens aussuchen. Ne, Refinery nicht, sondern hier. Ah, da fehlen uns 10 von den Dingens. Die müssen wir hier noch bauen. Ich weiß nicht, wie wir uns fehlen. Ist jetzt auch egal, wir machen mal 10 fertig. Jetzt habe ich das Fenster hier offen gelassen. 2 hatten wir noch, okay, das heißt 8 werden nur noch gefragt. Und dann brauchen wir halt den Tisch hier für den Herrn, dass der hier sitzen kann. Wir sind in der falschen Ebene, wie ihr gerade merkt. So, jetzt sind wir in der richtigen Ebene und der Tisch ist auch so rum richtig, glaube ich. So, jetzt fehlen uns da noch die Teile. Kann man nicht bauen, seht ihr, wird geblockt. Na, der da oben ist am, ja, weiß ich nicht, was das für Dinger sind hier. Morilite heißt das, macht er gerade. Da müssen wir jetzt warten, bis das Zähne sind. Haben wir auch schon, jetzt können wir das bauen, ne? Jetzt wird das gemacht. Beim nächsten Schiff kriegen wir dann einen von den Offizieren da mitgebracht und der wird dann unser Chef sein. So, was wir dann noch machen können, ist dann halt hier, zack. Okay, da kommt schon. Das ist gut. Okay. So, und da ist er schon. Also, er ist gleich schon am Meckern. Entschuldigung, fragen wir. Der gibt uns nicht... Die Übersetzung ist zwar anders, aber der gibt uns jetzt Lack, dass es besser läuft. Also wenn er da ist, dann geht's auch besser rund, ne? So, und dann wird er uns jetzt ein paar Anweisungen geben, wie es dann mit der Forschung vorangeht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schildgenerator, also einen Schildgenerator, den wir hier unten machen. Und den müssen wir hier aussuchen. So, den haben wir jetzt und dann können wir den bauen. Ja, jetzt gehen wir noch ein paar Sachen schwieriger. Klar, ist nicht auszuschließen, dass so ein Schildgenerator einfach zu bauen ist. Der braucht bestimmt richtig Power. Das sehen wir jetzt gleich. Und ja, das ist es. Das muss dann auch mit dickeren, fetteren Kabeln machen. Die normalen gehen nicht. Und ja. Und dann gibt es noch den Hinweis, dass die nicht hoch und runter gelegt werden können, sondern nur in einer Ebene. Also es bedeutet, wir müssen auch gucken, dass wir den Schildgenerator auf der passenden Ebene haben. Und hier ist ein Vorschaubild, ne, das ist der Schildgenerator, das ist das dicke Kabel, hier ist der Transformator, der die Niederspannung auf die Hochspannung bringt, würde ich jetzt mal so sagen. Hier ist die Energiezelle. So, das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Wir können auch aus dem Handelsschiff Ressourcen übrigens ziehen, sagt er. Das ist genau so. So, jetzt würde ich gerne erstmal gucken, dass wir ihn glücklicher schätzen in dem Sinne, indem wir dann hier noch 2 Dinger machen. Dann können wir da einen Tisch und einen Stuhl machen. Dann kann er da bauen. Und dann müssen wir auch noch hier schauen, dass wir die Stromversorgung hinkriegen. Und das war ja powerzellenmäßig hier oben. So, da würde ich jetzt sagen, wir bauen das Ganze nach hier hinten raus. Da 4. Ja, wir müssen gucken. Machen wir mal so. Na, da kommt er da nicht hin, weil die Zelle im Weg ist, ne? Das heißt, wir machen mal den Raum größer.
Hier kommt der Transformator, hier kommt das Kabel hin, dann kommt da der. Ja, das gestaltet sich gerade schon schwierig, wie man sieht. Okay. Wir müssen ja immer gucken, dass der das auch bauen kann, ne? Also hier Kabel, Transformator, dickes Stromkabel und hier machen wir das Viererfeld fürs Dingens hin. Für den Generator. So, und dann ist er schon beschäftigt in dem Sinne. Wir haben hoffentlich genug Bauteile, aber ich glaube, sonst wäre das jetzt auch nicht gegangen. So, da oben wird, ne, da unten wird, ne, ist hier schon gebastelt? Nein, ist nicht gebastelt. So, er kriegt jetzt hier unten auf jeden Fall noch den Tisch hin. Den müssen wir drehen. Ah, wir haben nicht genug Dingens, müssen wir erstmal anstoßen, dass wir hier mehr kriegen. 20 und der Stuhl kostet 10, dann müssen wir also 30 haben. So, das läuft dann. Müssen wir erstmal gucken. Er fliegt durch die Gegend und bastelt das. Dann müssen wir mal hoch. Okay, er hat das hier schon geschafft. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da ein Kabel legen. Das kommt dahin. Na, wir sind in den falschen Ebenen. Da kommt das Kabel hin. Ja, und er wird gleich wieder rausgehen und da weiterbauen. Ist aber jetzt gerade hier irgendwie am Essen, wie ihr gesehen habt, da oben so halb im Schatten. Und jetzt geht er auch noch schlafen. Naja, der wird dann gleich, wenn er geschlafen hat, wieder an die Arbeit gehen. Wo ist denn unser Held hier? Unser Offizier? Ah, da oben an der Leiter ist er. Hier, da steht er mitten im Zentrum der Macht, ne? Wenn es denn hier so ist. Wer ist denn jetzt gerade? Ach, da oben wird ja gegessen. Die gehen ja hoch zum Essen, genau. Ach, die sitzen alle da. Oh, guck mal, da kommen. Nee, der ist runtergegangen, ne, oder? Ah, er holt sich einen Anzug und dann geht es draußen weiter. So, jetzt wird hier weiter gebaut. Jetzt müssen wir überlegen, wo kommt der Transformator hin? Der kann dahin. Der Transformator ist hier. So, wenn das da fertig ist, wo er jetzt gerade am Schweißen ist, dann können wir den da hinstellen. Aber da fehlt uns eine Einheit da, die wir vielleicht nicht basteln können. Das ist so ein lilaner Octa-Core oder sowas. Da können wir nicht, das ist, keine Ahnung welcher, das, dieser hier wäre das, ne? Da müsste man diese blauen Rohstoffe nicht haben, diese lilanen haben. Können wir natürlich auch selber abbauen. Müssen wir mal gucken, wo ist die, ja, da ist es ja schon. Können wir hier abbauen, ne? Jetzt muss man hier Höhe ändern. Gucken, ja, das war die falsche Richtung. Irgendwann kommt das dann auch hier zum Vorschein. So, dann hat der Miner auch wieder was zu tun, weil den haben wir, glaube ich, auch gar nicht in der Arbeit. Wir können das Teil natürlich auch hier kaufen, ist klar, ne? So. So, er ist kräftig am Arbeiten. Wir können aber definitiv... Nee, das war falsch. Wir brauchen da die Hochspannungsleitung. Die muss... Warte, wir sind in der falschen Höhe, glaube ich, oder? Ne, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ja, wir gehen mal auf diesen Punkt. Der zentriert uns das Ganze nämlich. Dann sind wir nämlich hier und dann sind wir nämlich passend. So, das heißt, da muss das hin. Der Transformator muss davor hin. Der kommt da hin und uns fehlt das Teil immer noch. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, ob wir schon bauen können. Können wir. Da brauchen wir ja einen von. Dann brauchen wir das hier nicht kaufen, ne? Gut, läuft eigentlich. Jetzt können wir da unten noch gucken, dass wir den Tisch da hinkriegen. Achso, da müssen wir wieder runter. Den Tisch. Und wir bräuchten noch den Stuhl. Aber da haben wir jetzt irgendwo... Ne, haben wir sogar noch die Ressource. So, da hat er seinen eigenen Bereich, ne? Gut. Da oben wird noch weiter geschweißt. Da ist die Leitung fertig. Jetzt kann da der Transformator hin. Haben wir den nicht eben dahin gemacht? Naja, dann ist es jetzt auf jeden Fall so. Und dann brauchen wir gleich den Shield Generator. Da brauchen wir 20 davon und 100 davon. Okay. Das sind nicht genug. Das heißt, wir müssen auch gleichzeitig unseren Dingens, sag schon, unseren Miner, unseren Bergbauer hier losschicken.
Und er möchte dann hier was abbauen, ne? Rechtsklick war, glaube ich, nicht. So kann man alles abbauen, ne? Jetzt brauchen wir nur das erstmal. Da ein Doppelklick sozusagen drauf. So, da geht's schon voran. Ah, kann das sein, dass wir da noch eine Leitung mehr brauchen? Die ist nicht richtig verbunden. So. Schade, geht nicht. Was ist hier faul? Da ist kein Strom, ne? Irgendwas passt da nicht. Müssen wir da noch diese Wand hinweg haben, dass das klappt mit der Leitung? Ich weiß es nicht. Wir werden es testen. So, jetzt müsste er ja gleich rausgehen. Er macht den da erst. Oder, es könnte sein, dass das erst da sein muss, damit die Leitung verbunden wird. Genau so ist es. Der Transformator war nicht da, deswegen war die Leitung nicht da. Okay. Irgendwas bastelt er da auf jeden Fall hin jetzt. Ich weiß nicht was. Vielleicht ist jetzt auch die Station gleich kaputt. Schweißt das weg oder was? Oh oh. Was macht er jetzt? Er hat es wieder weggebaut. Alles klar. Gut, dann doch wieder hin. Gut. Ja, hier unten kann er bauen, macht er aber nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Und dann brauchen wir noch den Shield Generator. Und dafür brauchen wir ganz viele Klamotten. 20 und 100. Und da gehen wir jetzt mal gleich das Schiff da besuchen. Mach mal so. Und diese Dinge sind da. Ah, da braucht man nur noch einen von. Und da auch nur noch. Und jetzt können wir das dahin basteln, ne? So, läuft. Pause rausnehmen und Spiel funktioniert. So, was macht er jetzt? Er geht jetzt bestimmt essen oder sowas. Ne, schlafen oder was? Ne, er ist nur hochgegangen. Und macht jetzt was? Der macht sauber, wie ihr seht. Hier sind die Flecken, ne? Und der macht sauber. Und er bastelt jetzt den Generator. No place to sit and eat. Hatten wir doch, oder? Aber dann waren zu wenig Stühle, ne? Naja, kommt gleich, ne? So, Generator geht. Und siehe da, great job. Wir haben nur ein kleines Problem. Okay, wenn der muss sich aufladen und wenn der nicht aufgeladen ist, dann sind wir im Meteoridenschauer dann doch ganz schön schlecht dran. Aha, wir können noch mehr Dingens bauen und dann, ja, jetzt klappen. Ja, gucken wir mal gerade, wie wir das überstehen. Da seht ihr, wie der Schildgenerator gerade gelaufen ist. Der hat getroffen, aber unser Generator funktioniert. Der auch. Und das Raumschiff wird nicht getroffen, ne? Komisch, oder? Das geht alles nebenher. Getroffen, aber wir haben genug Saft da. Nochmal genug Saft. Hat noch gereicht. Jetzt wird aber hier schon ein bisschen Sauerstoff schlecht. Wie ihr seht, die Zahlen des Stroms gehen da runter, die Kilowatt. Ja, aber so wie es aussieht, haben wir den jetzt gerade überlebt, oder was? Ja, ich glaube schon, ne? Alles gut. Ja, das war jetzt die Vorschau von dem Spiel, würde ich sagen. Sieht ganz gut aus, macht Spaß. Wir können dann da weiter bauen, noch Räume machen, wie ihr seht, hier unten und sowas. Man muss natürlich das alles optimieren. Hier oben kann man nochmal schauen, wie seine Leute sind. Die sind natürlich alle gut drauf momentan hier. Alles im grünen Bereich, alles prima. Es gibt auch dann immer rote Sachen, ne? Used Public Dining, das war er jetzt, der halt nicht seinen Tisch hier unten hatte. Deswegen hat er da negative Werte gehabt und so weiter. Läuft das, ne? Und ja, das sind die ganzen Sachen dann hier, ne? Hier, ne? Kann man den Fehler melden. Und das hatte ich schon erklärt, das auch. Hier Forschung gibt's auch noch, da wird es auch noch mehr geben, das ist bestimmt noch nicht alles. Sind halt nur so ein paar integriert, weil es halt eine Prä-Alpha ist. Und ja, ich denke, das hat Bass, das Spiel.
Können wir einmal rauszoomen. Dann seht ihr, hier außen sind die Ressourcen. Manchmal sind dann auch so Sachen reingebaut hier. Ich weiß nicht, die kann man aber, glaube ich, nicht nutzen, wie hier auch. Ich weiß aber nicht, vielleicht sind später ja auch Aliens hier drin oder so. Könnte auch sein, muss man dann gucken, ne? So, da würde ich jetzt mal sagen, geht auf Vox Games bzw. MeepleStation.com und guckt euch da an. Das Spiel ist ab dem 4. September im Kickstarter und soll Februar 2019 das Licht der Welt erblicken. Ich weiß jetzt nicht, ob im Early Access oder so oder ne, ganz schon fertig sein soll. Das muss man dann gucken. Okay, auf jeden Fall recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst bei den anderen Projekten und vielleicht auch bei einer weiteren Vorstellung, wenn ihr was sich getan hat, mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.